Ja, wie ist Brezle backen? Und schon wieder sitzen wir hier auf diesen Plätzen, allerdings mit neuen Gästen. Wir haben sie einfach mal ausgetauscht. Eine davon kennen Sie schon. Ich begrüße Sie zum zweiten Gesundheitspanel. Wir haben es überschrieben, wie gesund ist unser Gesundheitsstandort? Da hören Sie schon, es geht ein bisschen mehr in Richtung Gesundheitsindustrie. Der Untertitel mehr mit mehr Forschung und Innovation eine vitale Wettbewerbsfähigkeit schaffen. Und dazu begrüße ich direkt neben mir, die kennen Sie natürlich, Judith Gerlach, bayerische Staatsministerin für Gesundheit, Pflege, Prävention. Ich muss das immer ablesen, weil in jedem Bundesland heißt es wieder ein bisschen anders. Stimmt. Also hier heißt es Gesundheit, Pflege und Prävention. Sie sind im Amt seit November 23, also jetzt auch ein halbes Jahr, wenn ich es richtig sehe. Genau. Und zuvor waren Sie Bayerns erste Staatsministerin fürs Digitale. Das gab es da noch nicht. Das haben Sie 2018, glaube ich, übernommen. Richtig. Oder was heißt übernommen? Sie haben es aufgebaut. Das gab es ja noch nicht. Und das ist natürlich ein Thema, was Sie jetzt auch sehr gut benutzen können innerhalb der neuen Aufgabe in der Gesundheit. Herzlich willkommen, Frau Ministerin. Dann haben wir, die kennen Sie schon, Heidrun Irschig. Ich lasse jetzt den zweiten Namen weg, weil ich es noch nicht richtig aussprechen kann. Ich stelle Sie noch mal kurz vor, seit November auch 23. Guck mal, alle welche Koinzidenzen das sind. Sind Sie Vorsitzende der Geschäftsführung von Sanofi Deutschland, damit die erste Frau auf dem Deutschlandposten dieses Unternehmens. Und waren vorher dann General Manager Vaccines, also Impfstoffe, jetzt eben ganz oben an der Spitze. Herzlich willkommen. Okay. Weiter geht's. Ich habe meine Karten ein bisschen durcheinander gebracht. Sie sehen nicht aus wie Kevin. Das muss ich dann eins weitergehen. Das ist die Iris Blöger, die hier sitzt. Die Iris Blöger, ich hatte die vorhin schon erwähnt, dass sie kommen würde, Mitglied der Hauptgeschäftsführung BDI, Bund Deutsche Industrie, studierte Rechtsanwältin. So, und das muss ich jetzt sagen, Sie sind ausgewiesene Expertin im Wettbewerbsrecht. Das ist zwar jetzt momentan nicht so unser Thema, aber es stimmt, ne? Na? Habe ich falsch gelesen? Also Sie waren bei Freshfields Bruckhaus Deringer, auch das muss ich immer wieder erwähnen. Es ist gar nicht wichtig, aber es gibt mir Gelegenheit, mal den Namen Deringer auszusprechen. Den sage ich mal Derringer, aber der Mann war ein Deutscher, das wollte ich nur noch mal sagen. Jeder kennt diese riesen Kanzlei und Freshfields, ja, das war der Brite dabei, aber Bruckhaus und Deringer, das war dann doch eher deutschsprachig. Und früher waren Sie Leiterin beim BDR Abteilung Digitales Innovation der Gesundheitswirtschaft und jetzt eben in der Hauptgeschäftsführung. Genau die richtige Frau bei uns im Panel. Herzlich willkommen, Frau Blöger. So, und dann darf ich natürlich nicht vergessen, die Karte hatte ich vorhin weggelegt, Kevin Peters, a warm welcome to Kevin Peters, Vorsitzender der Geschäftsführung von MSD Deutschland. Human Health gehört da noch dazu. Sie haben sehr große internationale Erfahrung im Pharmabereich. Alleine ein Vierteljahrhundert, glaube ich, bei MSD, 25 Jahre MSD. Sie waren weit in der Weltgeschichte herumgekommen, Geschäftsführer in MSD Korea, glaube ich, und auch in Thailand. Also von daher können Sie den internationalen Blick mitbringen. Herr Peters spricht mit Sicherheit hervorragend Deutsch, ich weiß das, aber er wird hier Englisch sprechen. Wir haben aber eine Übersetzung und ich glaube, Sie haben auch einen Mann im Ohr oder eine Frau im Ohr, die Ihnen hoffentlich noch übersetzt, wenn ich allzu kryptisch rede. Herzlich willkommen, Kevin Peters. It's great to be here, thank you. Wir wollen mit der ersten Frage starten und ich fange gleich wieder hier zu meiner Linken an, Frau Ministerin Gerlach. Der EU-Gesundheitsausschuss, der hat das sogenannte Pharma-Paket bestimmt, dafür abgestimmt. Unter anderem geht es da um Patent- und Unterlagenschutzregelungen. Der Sinn war, mehr Anreize zu schaffen für die Industrie, für die Pharmaindustrie und Medizinindustrie generell, eben für neu auf den Markt zu bringen, der Arzneimittel. Aber was auch zu diesem Pharmapaket gehört, das sind Stichworte wie etwa neue Berichtspflichten, Umweltverträglichkeitsprüfungen, also da kommen wir dann schon doch sehr in den bürokratischen Sektor hinein. Aus Ihrer Sicht ist dieses Pharmapaket, was Sie vielleicht auch kurz erläutern könnten, in sich stimmig oder würden Sie sagen, da und da würde ich Kritik anbringen wollen? Grundsätzlich ist es gut, dass man sich Gedanken darüber macht, wie kann man auch Dinge harmonisieren innerhalb von Europa, Anreize setzen. Sie haben ja schon verschiedene Punkte angesprochen, bei denen ich nicht das Gefühl habe, dass ein Anreiz setzt, sondern dass es eher in die Richtung geht, dass man sich weg von Europa verlagert. Sie haben den Unterlagenschutz angesprochen.
der verkürzt werden sollte. Also zunächst war die Diskussion von 8 Jahren auf 6 Jahre zu gehen, was natürlich an Attraktivität das Ganze verringert. Hier in Europa auch wirklich in die Produktion zu gehen und sich zu engagieren. Und wir sehen das ja verschiedentlich in den Bereichen in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, dass es immer unattraktiver wird, ehrlicherweise, für die Pharmazie hier in Europa. Ich hätte mir noch mehr gewünscht, mit dem Pharma-Paket auch wirklich schöne, attraktive Punkte zu generieren, wo die Pharmabranche sagt, es lohnt sich wieder, in Europa zu produzieren. Und für uns natürlich auch eine gewisse Möglichkeit an Selbstständigkeit wieder zu schaffen. Wir haben eine große Abhängigkeit, eine internationale, die eben nicht mehr mit Europa verwoben ist. Und das ist gerade im Gesundheitssektor, wenn ich mir die Pharmazie anschaue, wenn ich mir Abhängigkeiten bei Medikamenten anschaue, kein gutes Gefühl, finde ich, wenn man dort Abhängigkeiten hat und die immer mehr schafft. Und der Unterlagen, was wir gerade gesehen haben, ne, in den vergangenen so ist das. Ja, so ist das. Also in vielerlei Hinsicht, da geht es vom Kinderhustensaft bis hin zu Krebsmittel, ja, die dann auf einmal gefehlt haben. Und wenn man das Ganze unattraktiver macht, dass Unterlagenschutz einfach frühzeitig wegfällt und auch die Ausnahmetatbestände, um es dann zu verlängern, da wurde ja dann diskutiert, dass die nach der Zulassung in jedem europäischen Land vermarktet werden muss. Das liegt ja noch nicht mal unbedingt an demjenigen, der es dann vermarktet, ob das funktioniert oder nicht. Und damit liegt die Verlängerung auch nicht mehr in seiner Hand. Das ist schwierig. Die Umweltverträglichkeit, da sind gute Gründe zu finden, warum man die macht. Nur muss man immer auch abwägen und die Balance finden zwischen auch Medikamenten, die lebenswichtig sind für viele Menschen, die vielleicht auch seltene Krankheiten betreffen und Co. Und dann aber auf der anderen Seite eine Umweltverträglichkeit. Und da muss man immer einen Ausgleich, ich glaube, das darf man nicht mit dem Schema F über alles drüber stülpen, sondern dort die Balance sehen. Und was die Berichtspflichten anbelangt, leider, und das haben wir auch in anderen Bereichen, sind wir einfach in Europa immer sehr gut darin, Regularien aufzustellen. Das habe ich sehr eng begleitet beim AI Act, wo es um künstliche Intelligenz ja ging. Teilweise werden Sachen einfach reguliert und festgelegt, die haben wir noch gar nicht erfunden. Und da müssen wir immer ein bisschen schauen, dass wir da eine Waage finden, die funktioniert und das eben auch mit den Berichtspflichten. Es wird erwartet, dass die Produzenten schon 6 Monate vorher einen Versorgungsmangel voraussagen können. Und Hellseher sind die jetzt auch nicht. Von daher sind das so ein bisschen die Punkte, die ich als schwierig sehe und wo es teilweise auch noch Diskussionspotenzial gibt. Ist da Chance auf Veränderung? Ja, das wird man dann jetzt auch sehen, nach der Europawahl nochmal, dass da einiges nochmal diskutiert wird. Man hat ja auch gesehen, dass bei dem Unterlagenschutz wurde ja zuerst von 8 auf 6 Jahre reduziert. Jetzt glaube ich 7,5 sind wir jetzt. Und auch die Ausnahmeregelungen wurden nochmal diskutiert, ob man das anders machen kann. Also da ist Potenzial da und ich glaube, da ist es wichtig, eben auch, dass wir von Bayern aus, wir sind da ein wichtiger Standort, sich immer wieder auch europäisch einbringt. Viele Leute winken ab und sagen, ach, was die da in Brüssel machen. Aber wenn man nicht selbst vorstellig wird und auch die Realitäten, die im eigenen Land sich eben abspielt, dort auch herauskristallisiert und die Realität mitbringt, dann erreicht man halt auch nichts. Deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass man auch mit Brüssel im Gespräch bleibt und dort immer wieder auch feststellt, funktioniert es dann auch bei uns im Land. Frau Blöger, ich denke, Sie würden da jetzt nicht unbedingt dagegen stimmen, sondern würden Sie mit Ihren Mitgliedsunternehmen recht ähnliche Kritik vielleicht noch etwas schärfer formuliert hören, die dann sagen, also das und das, das gilt uns nicht. Aber vielleicht können Sie uns mal als BDI sagen, welche Bedeutung eigentlich in Deutschland die Gesundheitsindustrie hat. Vielleicht auch mal so ein bisschen in Zahlen, dass wir uns das vorstellen können, über was wir hier eigentlich reden. Und wenn wir es kaputt machen, was dann kaputt gegangen ist. Ich habe mich ja schon gefreut, dass die Ministerin ein flammendes Plädoyer für die industrielle Gesundheitswirtschaft und die Pharmaindustrie gehalten hat und mich schon besorgt gefragt, was sie da noch für mich übrig lässt in der Diskussion. Jetzt überlege ich mal, ob ich die Zahlen alle so richtig zusammenkriege. Aber klar, die industrielle Gesundheitswirtschaft ist eine absolute Zukunftsbranche und ein ganz wichtiger Arbeitgeber in Deutschland und auch letztlich damit ja auch ein Stabilitätsanker. Wir sehen die aktuellen Wirtschaftszahlen, die ja wirklich für uns auch niederschmetternd sind, mit mittlerweile 0,3% Wachstum. Das ist ja Stillstand, wenn wir sehen, dass andere Regionen gleichzeitig zwischen 2 und 3% wachsen, ist das für ein Land wie Deutschland schon eine große Hürde.
In der industriellen Gesundheitswirtschaft alleine sind über 1 Million Menschen beschäftigt. Das ist enorm. Und wir haben eben über 103 Milliarden, glaube ich, sind es aktuell, Bruttowertschöpfung. Das ist enorm. Wir haben einen großen Forschungsanteil. Mit 15% ist das deutlich überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Branchen. Und wer Innovation und Zukunft treibt, ist natürlich auch derjenige, der das Land irgendwie nach vorne bringen kann. Also das alleine sind ganz, ganz wichtige Punkte. Und wir haben in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen zu sehr immer auf die Versorgungsaspekte geguckt. Die bleiben natürlich genauso wichtig. Aber wir müssen auch im Fokus nehmen, dass Gesundheitsindustrie eine Hightech-Industrie ist im Vergleich zu anderen Industriezweigen. Und wir deswegen besonders viel Interesse daran haben sollten, diese am Standort zu halten. Was ja bedeutet, wenn ich es mal ganz kurz in der Formel sage, Sie sagen, wenn Sie nicht mitgehen mit dieser Formel, Gesundheitswirtschaft ist nicht nur etwas, wo Produkte herauskommen, die die Menschen wiederum gesund machen und dadurch alleine schon einen Wert haben, sondern sie sind auch eine Industrie, die sehr viele Leute ernährt und auch zum Wirtschaftsstandort absolut beiträgt. Also die Gesundheitsindustrie, wenn Sie es mal mit der Automobilindustrie vergleichen, weist immer gerne darauf hin, dass sie mehr Arbeitsplätze hat als die Automobilindustrie. Ich habe natürlich da immer viele Herzen in meiner Brust. Als Dachverband der Industrie freue ich mich, wenn wir insgesamt viele Arbeitsplätze schaffen. Und vor allen Dingen freue ich mich, wenn wir in Zukunft noch ausreichend Fachkräfte, auch entsprechend Fach- und Arbeitskräfte haben. Wir haben die Diskussion ja vorhin gehört zu dem Mangel an Fach- und Arbeitskräfte. Und da spielt natürlich auch die industrielle Gesundheitswirtschaft eine ganz große Rolle. Zwar haben wir genauso wie andere Industriezweige schon jetzt einen erheblichen Mangel und können auch da berechnen, wie sehr das auch die Wertschöpfung belastet, dass uns heute schon die Fachkräfte fehlen. Aber es ist ja auch ein gewisser Dominoeffekt. Also wenn ich schon eine industrielle Gesundheitswirtschaft gerne habe, dann kann ich nicht ausreichend Entlastung für die Gesundheitsversorgung insgesamt schaffen. Wir brauchen hier über Robotik und KI-Einsatz nicht zu reden, wenn wir sie nicht erstmal in der industriellen Gesundheitswirtschaft auf den Weg bringen, um sie dann in das Gesundheitssystem einzuspeisen. Aber auch für andere Industriezweige, in denen uns auch die Fachkräfte fehlen, ist ja die Frage, wir können ein flammendes Plädoyer halten, dass alle länger als 65 arbeiten und viele wollen das wahrscheinlich auch gerne, haben wir heute gehört. Aber sie müssen dann auch ausreichend fit sein, um das zu tun. Und auch da kann natürlich eine gute Gesundheitsversorgung einen großen Beitrag leisten. Herr Peters, Sie sind ja, jetzt würde ich mal sagen, ähnlich wie jetzt Frau Irschig mit Sanofi, Chef eines Pharmaunternehmens hier in Deutschland. Natürlich gehört es einer großen Organisation an. MSD ist ein Riesenladen, wenn ich das mal so sagen darf. Sanofi ein ähnlich großer Laden. Wie, wenn Sie das mal auch mit der internationalen Brille anschauen und mit Ihrer Erfahrung vielleicht aus Korea, auch ein eindeutig Hightech-Land oder auch Thailand, werden Sie andere Erfahrungen gemacht haben. Aber wenn Sie es mit der internationalen Brille mal anschauen, welchen Beitrag kann denn da MSD leisten, eben genau zu diesem Wirtschaftsstandort Deutschland? It's a great question and you're absolutely right. I had a fantastic opportunity of being around the world. Und ich hatte wirklich die fantastische Möglichkeit, in vielen Ländern der Welt zu arbeiten. Wenn man sieht, wo Deutschland steht, es ist wirklich technisch ein wichtiger Standort. Alles ist hier, die Leute, die Techniker, die Technologie. Und Innovation ist Lebensblut unserer Industrie. Ohne Innovation geht gar nichts. Wir haben diese Mission. Wir müssen etwas entwickeln. Wir müssen liefern. Wir müssen dazu helfen, Menschenleben zu retten. Und es ist aber trotzdem enorm schwierig, das zu tun. Und man braucht dafür diese Kenntnisse, um das zu schaffen. Und hier kann Deutschland eine Rolle spielen. Wir haben hervorragende Bildung, sehr gute Wissenschaftler. Natürlich haben wir von Regulierungen gehört. Vereinfachung wäre toll. Aber das zu verändern und die Menschen dazu bringen, dass sie wirklich die Innovation auf den Markt bringen können. Das ist so wichtig, weil es ist so ein wichtig für die Wirtschaft und natürlich auch für, damit wir Leben retten können, uns besser werden können. Also wir haben 70%, womit wir mehr als der Automobilsektor die Wirtschaft antreiben, mehr als sonst wo in der Welt. Wir haben auch über die Pharma-Strategie vorhin schon mal gesprochen und ich habe mir hier notiert, eine Aussage von Ihnen früher mal war auch die EU braucht eine Pharma-Strategie. Wenn Sie das hören, jetzt von Ihrem Kollegen, darf ich sagen, Peters, denke ich, werden Sie ähnliche
Ansichten haben und auf ähnliche Schwierigkeiten kommen, wenn Sie Sanofi als Standort, als Pharma-Standort Deutschland betrachten. Wenn Sie so zusammensitzen mit Ihren Kollegen weltweit, das wird es ja immer wieder geben, nehme ich mal an, in Paris oder eben virtuell, wie wird denn da Deutschland, der deutsche Standort gesehen? Vor allen Dingen vielleicht auch wenn Sie erst ein halbes Jahr jetzt wirklich an der Spitze sind, so in der Entwicklung. Haben Sie den Eindruck, die merken, hier tun wir was und es geht eben nach oben? Oder ist es da eher so, die sagen, sie müssen ja ganz schön den Standort verteidigen? Letzteres ist zutreffend. Im Jahr 2023 wurde ja das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz geschaffen. Und da sind wir dann mit sehr gemischten Gefühlen an die Sache rangegangen und haben uns gedacht, das bringt die Pharma nicht weiter. Das ist wie ein Schritt vor und zwei zurück, weil es deutliche Verschlechterungen gebracht hat. Bis zum Jahr 2023, glaube ich, war sich jeder einig, dass Deutschland ein sehr attraktiver Standort ist, ein gesundes Gesundheitssystem hat und man hier investieren sollte. Mit den Veränderungen finden dann tatsächlich Diskussionen statt bezüglich Standort, in welche Standorte man investieren soll. Wir stehen ja in direktem Wettbewerb mit vielen anderen Ländern, die viele Anreize setzen. Und wenn die Anreize hier im Land negativ sind, dann muss ich sozusagen ein Stück mehr darum kämpfen, dass wir investieren. Und wir haben alleine Sanofi Deutschland in den letzten Jahren in Frankfurt durchschnittlich 180 bis 200 Millionen Euro investiert. Und wir wollen natürlich, dass das so bleibt, dass wir Arbeitsplätze schaffen, dass wir Steuern bezahlen. Aber da hat sozusagen diese Veränderung ein bisschen die Situation konterkariert. Und das Gleiche jetzt mit dem EU-Pharma-Paket. Das macht es nicht besser. Ja, viel Arbeit, die da ansteht. Frau Ministerin Gerlach, ich möchte noch mal auf den Punkt kommen. Wir hatten über Regulierungen gesprochen. Das ist mir jetzt ganz wichtig. Wir haben zwar hier im Kreise kein Vertreter eines Unternehmens jedenfalls sitzen, das jetzt besonders im Bereich der Medizinprodukte angesiedelt wäre. Es ist mehr im Bereich Pharma, wobei es da natürlich auch Übergänge gibt. Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. MDR, Medical Device Regulations, auf Deutsch, also Medizinproduktegesetz, glaube ich, sagt man. Verordnung, sagt man in Deutschland. Um das ganz kurz, Sie werden das noch besser darstellen können, aber ganz kurz den Hintergrund zu sagen. Jede OP-Schere, jedes Skalpell, natürlich auch Hightech-Geräte in der Medizin, müssen ja zertifiziert werden als Medizinprodukt. Sobald das über wirklich den Wischmopp vielleicht hinausgeht und selbst da mag es Medizinprodukte geben, dafür wird das echt schwierig. Das war immer schon so, aber jetzt sind die Anforderungen deutlich größer geworden, auch dahingehend, dass sehr viele Produkte, die schon lange auf dem Markt sind, natürlich gehört die ganze Endoprothetik dazu, also alle Ersatzteile, die wir uns irgendwo einbauen lassen wollen, alle diese Produkte müssen rezertifiziert werden. Man muss also wieder eine neue Zulassung dafür bekommen. Da gibt es große, große Probleme und ich weiß, dass gerade in Bayern sehr viele Unternehmen dieser Art ja sitzen. Baden-Württemberg, Bayern, glaube ich, das sind die beiden Hotspots, wo es sehr viele Unternehmen davon geben. Wo ist da das Problem mit dem Medizinproduktegesetz? Letzter Satz dazu, manche sprechen von einem Versorgungsengpass, der uns droht. Das könnte vor allem die Nischenprodukte betreffen, dass dann Versorgungsengpass kommt. Also die Orphan Devices, die natürlich wirtschaftlich gesehen überhaupt also große Probleme damit haben werden, aufwendige Zertifizierungsverfahren, die natürlich auch Geld und Zeit kosten, durchzugehen, wenn ich Produkte habe, die für Kinder zum Beispiel sind oder für Säuglinge oder für Menschen, die eine seltene Erkrankung haben, habe ich natürlich nicht die Breite des Absatzmarktes. Wenn ich dann immer wieder die Zertifizierungsverfahren durchmachen muss, wird das höchst unattraktiv. Aber es trifft nicht nur die Nischenprodukte, es betrifft im Allgemeinen. Ich hatte viele Antrittsgespräche in den ersten Wochen und habe viel auch versucht, den Bereich der Wirtschaft zu verstehen bei den Medizinprodukten. Und wir haben tatsächlich einige Unternehmer sehr deutlich ins Gesicht gesagt, dass sie unter den Voraussetzungen nicht mehr bleiben wollen. Es gab sogar eins, zwei, die gesagt haben, wir lagern aus. Und zumindest die Produktion, die dann in Amerika zum Beispiel stattfindet, da gibt es durchaus Anreize, die lukrativ sind und wir machen es da nicht einfacher in Europa. Und Zertifizierung oder die Sicherheit in allen Ehren, ich glaube, das kam mal durch den Brustimplantat-Skandal. Das war der Skandal, Beginn. Sie erinnern sich alle noch, was, 2009 oder wann? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Jedenfalls gab es natürlich immer
französischer Auslöser, Hersteller, ne? Der falsches Silikon benutzte und da ging das damals los. Ne? Von daher ist natürlich schon der Punkt oder es ist schon eine Rechtfertigung da für Zertifizierungsverfahren, aber für Produkte, die einfach bisher gut gelaufen sind, Sie haben den Wischmopp genannt, also es ist fast sogar so ein bisschen so, ja, es gibt wirklich Instrumente, auch OP-Instrumente, die sehr rudimentär aussehen und die dann trotzdem da eine Zertifizierung durchlaufen müssen und das macht es einfach unattraktiv und das sorgt vor allem dafür, dass es ja nicht nur darum geht, ältere Produkte durch die Zertifizierung zu bringen, sondern auch sich Unternehmer überlegen, neue Produkte, also Innovationen in Europa auf den Weg zu bringen, wenn sie diese Zertifizierungsprobleme haben. Und damit wird halt wieder findet Innovation wieder außerhalb von Europa statt. Das ist im Übrigen dasselbe, sorry, wenn ich wieder auf KI komme, da merkt man mein Digitalminister-Ding noch von vorher, aber das war dasselbe bei KI. Wenn ich KI zu sehr tot reguliere, zu viel zertifiziere, dann wird die Innovation woanders gemacht. Und das bedeutet für uns in Deutschland, in Europa immer, dass Innovation immer nachverlagert und später zu uns kommt und dass wir vor allem auch damit keine Wertschöpfung haben. Kurze Nachfrage nur, dann Sie, Frau Plücker, ganz kurze Nachfrage. Wenn ich jetzt als Hersteller sage, ich mache das jetzt in Amerika, kann ich das Produkt denn dann trotzdem in Europa verkaufen? Oder habe ich dann damit, wenn ich einfach sage, nee, das ist so unattraktiv hier, ich lasse das mal. Oder ist es dann so, dass der Markt sich verengt und man sagt, man bietet es nur in Amerika an? Muss schon zugelassen werden, ja. Das, aber wie, ob dann die genau die gleichen Zertifizierungsverfahren haben, das weiß ich nicht genau. Aber Zulassungsmechanismen gibt es dann natürlich dann auch. Frau Plücker. Ja, also ich glaube, das ist eines der größten Aufregerthema gewesen für die Medizinproduktehersteller in den letzten Jahren. Und es ist auch dringend erforderlich, dass die Evaluierung, die vorgesehen ist, auch früher kommen wird. Und es hat sich jetzt nochmal im Zuge des AI-Acts, also der KI-Verordnung, eigentlich nochmal verdichtet, weil auch unklar ist, wie da die Grenzziehung ist und ob es da nochmal zu einer Doppelregulierung kommt. Aber es hat genau den gegenteiligen Effekt gehabt. Man wollte schützen, man wollte die Patienten eben schützen vor unsachgemäßen, gefährlichen Medizinprodukten, hat aber eben durch diesen Zertifizierungswust, den man eingeleitet hat, führt dazu, dass teilweise 60-70% der Kapazitäten in den Unternehmen in diese Zertifizierungsprozesse gehen, die zusätzlich viel zu aufwendig sind und dann auch noch nicht mal die Behörden in der Lage sind, das rechtzeitig abzuarbeiten. Und in einer Branche, in der es sehr kurze Innovationszyklen gibt, ist das überhaupt nicht mehr darstellbar, dass diese Genehmigungsverfahren, diese Zertifizierung viel zu lange dauern. Also 3-4 Jahre Zertifizierung also, und 1-2 Jahre Marktzeit. Die berühmte Spitze des Eisbergs, glaube ich. Ja, vor allem brauchen auch die Leute, die Zertifizierung durchführen. Ja? Also das mag jetzt vielleicht, da mag mehr die Expertise. Benannten Stellen, ne? Das mag Expertise vielleicht mehr geben im Medizinproduktebereich, aber gerade bei KI, ja, wir sind froh um jeden, der mit künstlicher Intelligenz was anfangen kann, da Expertise mitbringt. Ich sehe das als schwierig, wie wir die ganzen Zertifizierungsverfahren über die EU machen wollen. Für Startups zum Beispiel, die eine tolle Idee haben, die aber dann vielleicht Monate warten müssen, bis sich irgendeiner von der Verwaltung findet, der abschätzen kann, wie man KI da jetzt gut zertifiziert. Ja? Also schon allein diese Konstruktionen, die dann wieder natürlich die Nationalstaaten vorhalten müssen, das wird ultra schwierig, jemanden zu finden, der eine gute Expertise hat und der dann auch in einem Zeitrahmen das Ganze abwickelt, die es den Unternehmen ermöglicht, dann auch voranzumarschieren. Ja gut, dass Bill Gates, glaube ich, diese Regulierungen nicht hatte, als er in der Garage Windows entwickelt hat, dann gäbe es das heute noch nicht. Herr Peters, Sie haben hoffe mal, mit dieser Art der Regulierung im wirklich klein, was Medizinprodukte, Gesetz, Medical Device Regulations angeht, nicht so viel, glaube ich, zu tun. Aber trotzdem haben Sie natürlich mit der Regulierung in Deutschland und auch mit der Regulierung in Europa zu tun. Können Sie sagen, wie groß in Prozent vielleicht der Anteil der Forschung auch ist, der neuen Entwicklung von MSD in Deutschland in Relation zu den anderen Standorten? Ja, nun, Regulierung ist ja wichtig, wenn man über Arzneimittel und Impfstoffe redet für die, und auch wenn es um klinische Versuche geht. Wir haben in jedem Jahr bestimmt 150 Versuche und wir arbeiten global. Natürlich braucht man da eine Vereinfachung. Wir müssen auch jedes einzelne Zentrum
den Auftrag erteilen. Und das ist nicht in allen Ländern so. Also etwas, was wir tun, ich sage das jetzt nicht nur hier für in Bayern, weil die Ministerin da ist, wir haben unser Hauptquartier hier. Und das Staatsministerium ist immer offen für die Zusammenarbeit und Diskussion. Das ist ein wichtiges Signal, wenn es darum geht, wie wir investieren können in Deutschland. Wie können wir Signale aussenden für unsere Zentralen? Und wie kann man sicherstellen, dass die Industrie auch die Anerkennung findet, die sie verdient? Und das finden wir aber in Bayern. Wir wollen mehr klinische Versuche durchführen. Und es gibt da sicherlich eine Verknappung weltweit. Wir wollen das mehr nach Deutschland bringen. Es von Rang 6 ist jetzt oft in Deutschland. Davor waren sie auf Rang 2 oder 3. Aber es geht einfach um die Vereinfachung der Prozesse. Wir haben wirklich erstaunliche Wissenschaftler, erstaunliche Institutionen. Wir müssen aber vereinfachen. Frau Irschig, das hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Da werden Sie nur beipflichten können, weil Sie natürlich genau die gleichen Probleme haben. Sie hatten das ja schon angesprochen mit der Studienanzahl, die eben auch dann bei Sanofi da zurückgeht und Sie für jede Investition noch mal extra kämpfen müssen, weil natürlich Sanofi weltweit gesehen auch guckt, wo der Euro, wo der Dollar richtig investiert ist. Was müsste Ihrerseits geschehen, was würden Sie sagen, was den schnellsten Effekt haben würde, um da rauszukommen, beziehungsweise um den, ja man kann ja sagen, den Turnaround zu bekommen, dass wir hier wieder in Deutschland mehr Forschung machen, solange die Leute noch da sind. Das ist ja auch nicht so klare Sache, dass das so bleibt. Ich denke da an, was wir vorhin schon kurz gestreift haben, das Thema Datenspende haben wir nicht gesagt, aber vom Prinzip ist es das, dass die Industrie, und da hört dann jeder her und sagt, um Gottes Willen, die Industrie will irgendwelche Daten haben. Vielleicht können Sie das noch mal erklären, was das bedeutet, wenn, oder was es eben auch nicht bedeutet, wenn die Industrie an Versorgungsdaten, das hatten wir im ersten Panel, an Versorgungsdaten herankommen will. Warum eigentlich überhaupt und was sind das überhaupt für Daten? Das sind Daten über Patientengeschichten, persönliche Krankheitsverläufe. Und aus diesen Daten können wir sehr viele Erkenntnisse ziehen für die Entwicklung unserer eigenen Medikamente. Grundsätzlich können wir heute nur auf unsere eigenen Daten zugreifen, gewisse Datenquellen extern anzapfen. Aber es ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn ich Versicherte im deutschen System, das sind über 70 Millionen gesetzlich Krankenversicherte, wenn wir hier Daten bekommen können, das wäre ein Quantensprung in der Forschung und eine richtige Revolution. Aber ich denke, das ist auf dem Weg, da sind wir sehr zufrieden. Was im Pharmapaket auch angesprochen wurde, ist eben die Leitplanken, was rund um das Erstattungssystem, das macht uns Probleme. Wir haben zum Beispiel eine Besonderheit im Hinblick auf Preise. Wenn wir ein Medikament neu zugelassen haben, auf den Markt bringen, dann melden wir einen Listenpreis, dann folgt eine Bewertung und dann wird verhandelt. Und dieser verhandelte Nettopreis, der scheint im System auf. Und 40 andere Länder referenzieren derzeit darauf. Und da gab es im Pharmapaket auch sozusagen Diskussion um mögliche Vertraulichkeit, optional, dass man in gewissen Situationen als pharmazeutischer Unternehmer diese Möglichkeit nutzen kann. Das ist ganz wichtig. Wenn ich das kurz mal zusammenfassen habe, ich bin froh, dass Sie es angesprochen haben. Ich hätte mich gar nicht getraut, das zu fragen, aber es finde ich toll, wenn Sie das sagen. Also es geht ja um die Preisgestaltung. Sie wissen, dass ein Unternehmen macht ein neues Medikament und möchte natürlich erstmal möglichst viel Geld haben. Gut, das ist auch gerechtfertigt, weil es ist ja Forschung da hineingeflossen. Dann kommen natürlich die Kassen und sagen, ja okay, einen Zusatznutzen, den sehen wir jetzt da, aber so alles Geld, was ihr haben wollt, wollen wir euch auch nicht geben. Dann wird eben verhandelt, Sie hatten es gesagt. Und jetzt geht es um die Vertraulichkeit dieser Preise. Und Sie wissen, dass, ich glaube, die Kassen natürlich ganz schwer jetzt wiederum dagegen sind. Die schießen dagegen und sagen, nein, diese Art von Vertraulichkeit wollen wir nicht. Bei den Rabattverträgen sieht es komischerweise ganz anders aus. Da gibt es dann genau den gegenteiligen Effekt. Glauben Sie, dass Sie sich da werden durchsetzen können? Weil Deutschland, um das auch nochmal klar zu machen, ich weiß nicht, ob es eben rausgekommen ist, der Referenzmarkt ist vom Preis her für sehr viele andere Länder. Das heißt, da geht es um was. Wenn hier in Deutschland irgendein Preis steht, dann schlägt sich das auf 40 andere Länder.
Länder durch. Meinen Sie, Sie werden da obsiegen? Sie haben es ja soeben gesagt, es gibt schon Rabattverträge, die wird es auch weitergeben und Rabatte an die Krankenkassen fließen, aber in begründeten Fällen sollte diese Option der Vertraulichkeit machbar sein. Einfaches Beispiel, Sanofi wird für COPD erstmalig eine Therapie zulassen und auf den Markt bringen. Das ist so eine Erkrankung der Lungen, vor allem bei Rauchern, mit starken Husten verbunden. Das ist wirklich ein Durchbruch. So. Und es gibt eigentlich nichts Vergleichbares. Oder bestenfalls ein Generikum. Und da klafft dann natürlich eine große Lücke zwischen dem Preis, den man dafür berechnen würde, aufgrund der Entwicklungskosten. Es spießt sich zusätzlich, um nochmal die Lücke zu schließen mit dem Pharmapaket, wenn der Unterlagenschutz verkürzt wird, dann haben Sie ja auch weniger Jahre, wo Sie die Entwicklungskosten für den Preis zurückverdienen können. Also da fließen sehr viele unterschiedliche Elemente ein. Grundsätzlich glaube ich und hoffe ich doch, dass wir uns in dem Punkt einigen können. Frau Blöger, wir müssen auch noch mal über die Standortfrage aus anderer Sicht nachdenken. Ich hatte mir hier notiert, denn das ist, glaube ich, auch aus Sicht des BDI durchaus etwas, worüber Sie sich, ja, ich weiß nicht, Sorgen machen, aber zumindest nachdenken, auch die Mitgliedsunternehmen natürlich nachdenken, für sie stehen. Das sind die geostrategischen Herausforderungen, die wir haben. Das ist immer schon mal angeklungen, auch in dem vorigen Panel. Wir hatten es hier auch gerade schon gesagt. Ich hatte Corona kurz erwähnt, ohne es mit dem Namen zu erwähnen. Da haben wir gesehen, was passieren kann, wenn Lieferketten gestört sind. Wir reden seit vielen Jahren darüber, dass wir eine Verknappung von vielen Medikamenten haben. Sie wissen, das BfArM muss immer dann, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, muss immer melden, wenn es Engpässe gibt. Die sind nicht weniger geworden, die sind immer mehr geworden. Es gibt manche Impfstoffe, die über viele, viele Monate nicht lieferbar sind. Antibiotika, da sind wir angewiesen auf China, Indien. Was müssen wir tun und vor allen Dingen in welchem Zeitraum ist das überhaupt zu schaffen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen auch die Unabhängigkeit in der Arzneimittelproduktion, die Unabhängigkeit von Deutschland oder Europa, wollen wir es mal nicht so eng machen, von Europa sicherzustellen. Über welche Zeiträume reden wir da? Also zunächst haben wir uns überhaupt erstmal gefreut, dass der entscheidende Impfstoff aus Deutschland kam und nicht nur, dass wir gestörte Lieferketten hatten. Und natürlich ist die Resilienzdebatte seitdem besonders groß geworden, aber es ist unrealistisch, glaube ich, zu sagen, dass man sich völlig unabhängig machen kann und diesen Standard der Resilienz erreichen kann. Ich glaube, da muss man sehr stark zwischen den forschenden Arzneimittelherstellern und den Generikaherstellern unterscheiden, dass wir die Generikaprodukte wieder nach Deutschland zurückholen bei diesen Standortbedingungen. Das könnte nur mit einer künstlichen Industriepolitik und Anreizpolitik stattfinden. Aber umso wichtiger ist es zunächst, dass wir erstmal die forschenden Arzneimittelhersteller auch hier halten und eben die Logik haben, wer hier forscht, der produziert auch hier und der sollte möglichst schnell auch hier in den deutschen Markt kommen und die Zulassung kriegen. Deswegen plädieren wir eben dafür, dass wir da auch die Erstattungsfähigkeit, diese Verfahren einfach verkürzen. Denn wenn es für die Unternehmen nicht interessant ist, am Standort zu sein, dann gehen sie eben woanders hin. Und das ist eine Vielzahl von Dingen. Dazu gehören eben die Fachkräfte, dazu gehören auch ganz klar der Datenzugang, dazu werden wir wahrscheinlich auch noch mal kommen. Andere Standorte sind da deutlich attraktiver, was der Zugang der Industrie zu Forschungsdaten angeht. In den USA und China ist das sicherlich der Fall, aber auch in anderen Ländern. Da müssen wir deutlich aufholen. Ich glaube, das jetzt verabschiedete Gesetz oder das Gesetz Datennutzungsgesetz, danke schön, ist da ein wichtiges Signal, aber es war auch überfällig. Also wir haben da sehr, sehr lange dafür geworben und ich verstehe eigentlich nicht, warum es so schwer auch einer öffentlichen, also der Gesellschaft zu vermitteln ist, dass natürlich die Industrie Zugang zu Gesundheitsdaten haben müssen. Frau Irschig hat es ja auch gesagt, gerade dieses Zusammenspiel, wenn ich ein Pharmahersteller bin, dann ist mir doch ganz wichtig auch zu wissen, welche anderen Medikamente benutzt dieser Patient. Nimmt er das Medikament so, wie er es nehmen soll? Ich glaube, da gibt es fulminante Zahlen, dass die meisten Patienten einfach nicht nach der Anweisung die Medikamente oder einfach gar nicht nehmen. Dann können die natürlich auch keine Wirkung erzeugen. Also da könnten wir auch im Sinne der Gesundheitsversorgung unglaublich viel tun. Aber wir werden sicher
sicherlich, wir reden ja eher mal von Diversifizierung als von Resilienz. Es ist die Frage, welche strategischen Partner haben wir, mit denen wir dann gemeinsam Gesundheitslösungen erarbeiten können. Wir denken da sehr viel auch über Gesundheitspartnerschaften nach. Wir sehen auch, dass die Gesundheitsindustrie natürlich auch ein Brückenbauer sein kann in den Zeiten, in denen wir eine immer angespanntere geopolitische Lage haben, ist es eigentlich wichtig, dass man zumindest die humanitäre Versorgung ja außerhalb jeglicher Diskussion hat. Auch letztlich beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine war immer klar, humanitäre Hilfe, medizinische Versorgung muss weiterhin in allen Ländern möglich sein, sodass ein Bundeskanzler, wenn er zum Beispiel jetzt nach China reist, sicherlich sich auch freut, wenn er die Gesundheitsindustrie mit im Gepäck und am Start hat, um diese Brücke auch immer zu schlagen. Frau Ministerin, wir können natürlich heute hier nicht auseinandergehen, ohne nicht ein bisschen auch Bundespolitik besprochen zu haben, was Gesundheitspolitik angeht. Ich denke da an Ihren Amtskollegen, kann man das so sagen, Herrn Lauterbach in Berlin, mit dem Sie sicher nicht immer nur einer Meinung sind. Wir hatten gerade gestern die Verlautbarung dazu. Sie wissen, worum es geht, Krankenhaus. Ich kriege die Namen gar nicht mehr zusammen, wie lange diese Gesetze heißen. Sie sagten gerade Gesundheitsdatennutzungsgesetz, dann haben wir das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Ein euphemistischer Begriff. Man denkt, das wird alles großartig. Wir haben all diese Dinge, da geht es um Leistungsgruppen, da geht es um natürlich den Abbau und Rückbau von Krankenhäusern etc. Bayern, genau Sie, haben jetzt natürlich auch schon gesagt, Moment mal, macht mal langsam da oben. Die aktuelle Regelung ist ja, oder Zielrichtung von Herrn Lauterbach, ist das Gesetz, was sie jetzt bundesmäßig macht, aus seiner Sicht nicht mehr zustimmungspflichtig zu machen und damit dann sozusagen aus dem Veto der Länder herauszukommen. Sie haben es für den Fall, glaube ich, schon angekündigt, haben gesagt, also so lassen wir den da nicht durch. Da guck mal, Sie sind selbst Juristin von Hause aus, da gucken wir mal genauer hin. Worum geht es da eigentlich genau und was stößt Ihnen und nicht nur Ihnen, es sind ja auch andere Länder, zum Beispiel auch SPD-geführte Länder durchaus, was stößt diesen Ländern so auf? Also um die Botschaft noch mal klar zu machen, meine Botschaft ist nicht nach außen, jetzt machen wir mal langsam, ganz im Gegenteil. Da wird schon seit Monaten drüber gesprochen, über dieses Gesetz. Es wird seit Monaten darüber gesprochen, wie wir die Krankenhauslandschaft umstrukturieren können und so aufsetzen können, dass sie nachhaltig und vor allem wirtschaftlich irgendwie funktioniert. Es gibt nicht mehr genügend Fälle in den Krankenhäusern, es wurde zu teuer. Die Betriebskosten sind so hoch gestiegen. Der Bund ist verantwortlich dafür, für eine auskömmliche Finanzierung und damit für die Betriebskosten, lässt die Krankenhäuser aber gerade im Stich. Er zahlt einfach diesen Draufschlag nicht und das bedeutet, dass einige Krankenhäuser in Deutschland mit dem Rücken zur Wand stehen. Und das ist unser erstes Problem. Das heißt, bis es zu Umstrukturierung und einer Reform gibt, muss ich denen erstmal... Die sind pleite. Das heißt, ich muss denen eine Brücke bis dahin bauen. Und das verweigert Lauterbach bisher. Das finde ich falsch, weil dadurch ein kalter Strukturwandel stattfindet, wo Versorgungsstrukturen im schlimmsten Fall wegbrechen, die nicht sinnvollerweise wegbrechen sollten. Also das heißt, wir haben keinen vorgegebenen, durchdachten Strukturprozess für den Abbau, sondern es fällt halt einfach weg, was sich nicht mehr selber tragen kann oder nicht mehr getragen wird dann teilweise von den Kommunen, die gerade sehr bluten aufgrund der Krankenhauslandschaft. Wir Länder wollen unsere Krankenhausplanungshoheit erhalten. Wir wollen mitreden und wir wollen nicht ein Schema F von Deutschland, also von Berlin aus, über Bayern, über Deutschland hinweggelegt, weil das Schema F vielleicht für den Stadtstaat Hamburg funktioniert, aber nicht eins zu eins für ein Flächenland wie Bayern. Also brauche ich Kooperationsmöglichkeiten, ich brauche Ausnahmemöglichkeiten, die ich regional verteilen kann und dann regional auch sehen kann, was macht dort Sinn und wie ist das zu finanzieren. Und diese Mitsprachemöglichkeit, die wollen wir uns weiterhin erhalten. Und er hat gemerkt, dass wir uns da durchaus... dagegen wehren, gegen seine Vorschläge, die aber, und da haben wir ja Rückhalt aus jeglicher Expertenrunde, das brauchen wir nicht zu beweisen. Er will aber sein Gesetz jetzt durchbringen, deswegen hat er sich jetzt mal einfallen lassen, das ist nicht zustimmungspflichtig. Wir haben da große verfassungsrechtliche Bedenken, vor allem was die Krankenhausplanungshoheit anbelangt. Und deswegen werden wir ihn da weiterhin konstruktiv, aber durchaus kritisch begleiten, aber wirklich auch mit Dampf. Also wir haben da keine Zeit zu verlieren. Ich habe null Interesse daran, bei diesem Thema auf Zeit zu spielen. Wohl wissend, dass Krankenhäuser tatsächlich, Sie haben es selbst gesagt, die Strukturen sind so, dass weniger Behandlungsfälle da sind, damit die Kostenstruktur nicht mehr stimmt, dass Krankenhäuser auch schließen müssen. Das ist die bittere Wahrheit. Das ist nicht auszuschließen, aber in einem Strukturprozess,
der einfach sinnvoll ist. Und da muss ich mir die Regionen anschauen. Jede Region ist da auch in Bayern. Ich kann München und Umland nicht vergleichen mit der Oberpfalz nahe der tschechischen Grenze. Ja? Also da habe ich andere Dinge, die ich zu beachten habe. Und er sagt ja immer, man muss auf Zentralisierung gehen und man muss Spezialisierung, man will die beste Krebstherapie. Ja, die wollen wir alle, wenn wir sie brauchen. Aber es geht eben nicht nur darum, dass ich entscheiden kann, ich habe einen elektiven Eingriff bei einer Klinik für Endoprothetik und kann da eine Stunde hinfahren, sondern es geht mir eben auch darum, wenn beim Holzhacken der kleine Finger abgetrennt wurde, dass ich relativ zügig in der Nähe oder auch beim Herzinfarkt eine Notfallversorgung habe. Und wenn ich dafür sorge, wie er, dass er einfach nicht mehr zahlt und die Krankenhäuser da im Stich lässt, dass kleinere Krankenhäuser, die immer so ein bisschen verächtlich gemacht werden, ja, die brauche ich aber auf dem Land genau für solche Notfälle. Und das kann ich nicht auseinander oder dividieren beziehungsweise nicht gegeneinander ausspielen. Das tut er aus meiner Sicht. Das halte ich für falsch und das bringt ein Unsicherheitsgefühl auch bei den Menschen, was die Gesundheitsversorgung anbelangt, die ich auch demokratisch gefährlich finde. Wie können Sie, wenn wir jetzt Ihr Applaus, wenn wir uns nochmal, das musste ich nur unterbringen, das war es ja in der Zeit noch unterbringen, denn das war die Frage, die ja gestern mehr oder weniger im Raum stand, beziehungsweise ein Thema, was ich aufgegeben hat. Wenn ich jetzt Herrn Peters nochmal in die Runde mit hineinnehmen darf, Sie haben wenig mit Krankenhäusern zu tun, sondern mit Medikamenten und mit Forschung. Aber Sie sind hier als MSD ja auch im bayerischen Raum tätig. Wie, das habe ich mich eigentlich immer gefragt, wie lokal ist das eigentlich geprägt? Wie kann Politik, Sie jetzt zum Beispiel einem Herrn Peters, unter die Arme greifen, wenn er mit seinem Unternehmen, ich meine jetzt MSD Deutschland, Probleme hat, zum Beispiel in Fragen der Regulierung? Wie weit reicht denn da so der Arm einer Landesregierung oder ist das dann wieder eher schon mehr Bund oder gar EU-mäßig reguliert? Also wie soll ich das sagen? Die Regulation oder grundsätzlich die Gesetzgebung liegt in vielen Sachen auch im Pharmabereich sehr stark beim Bund oder auch in Europa. Mhm. Da sind wir gesetzgebungsmäßig als Land nicht gefragt. Wir sind aber gefragt, und das ist, glaube ich, vorhin angeklungen, darin Brücken zu bauen, Vorschläge auch zu machen, wie man es anders machen kann, in Brüssel vorstellig zu werden, in Berlin vorstellig zu werden. Wir nerven da häufig auch Leute und sind dann wieder so, die Bayern kommen, ja, das hören wir auch häufig. Aber auf der anderen Seite ist es das auch, was unseren Job ausmacht, ja, die Vertretung auch der Interessen der Wirtschaft, der Menschen, wie auch immer gelagert, in den verschiedenen Bereichen. Und das gilt eben Berlin gegenüber und Brüssel gegenüber, wo wir versuchen natürlich auch mit konstruktiven Vorschlägen, die in Europa finden immer Konsultationen statt, an denen wir uns beteiligen und dann auch Inhalte natürlich transportieren müssen. Herr Peters, das ist die Gelegenheit, jetzt Ihre Wünsche auch an die Staatsministerin zu geben. Ich weiß nicht, ob in diesen kleinen Regionen da bei Ihnen überhaupt gedacht wird, ob es nicht doch wesentlich größere Dinge sind, aber Sie wollen ja auch hier mit MSD weiterhin für uns gut natürlich in Deutschland auch aktiv bleiben. Was steht für Sie in der nächsten Zeit akut an, dass Sie oder was Sie vom Tisch bekommen müssen, welche Probleme stehen an, die abgeräumt werden müssen, damit Sie den Standort hier nicht nur halten, sondern ausbauen können? So Germany is critical, exactly as you say. I mean, also Deutschland ist doch wirklich kritisch für uns. Wir sind seit 60 Jahren hier, wir gehen nicht woanders hin. Wir haben überall Produktionsstandorte, Forschungsstandorte und wir haben auch eine starke Präsenz in Bayern. Also etwas, was wir tun, ist, wie wir die Gesundheit auch in die Länder bringen können. Also wir haben für HVP Impfstoffe, auch bestimmte Mittel für Krebspatienten. Wie können wir das in die Länder bringen, in die Einzelstaaten? Also hier gibt es vielleicht Unterschiede zwischen den Ländern. Also wie ich Ihnen nur wiederholen kann, Bayern war da immer ein großartiger Partner. Und wie können wir, wenn es darum ging, wie können wir etwas vereinfachen? Wie können wir expandieren unsere Produktionsstandorte? Wie können wir das weitermachen? Und wenn wir die Wirkung von Innovation wirklich verstehen und verstehen, dass Pharma ein ganz wichtiger Treibkraft ist, ein Motor für Innovation, dann können wir in ganz Deutschland investieren.
Das wollten wir noch gehört haben. Herzlichen Dank an die Runde. Wir haben die Zeit schon wieder ein bisschen überzogen. Sie sehen, wie wahnsinnig schnell das geht. Man kriegt das nicht immer so gut verteilt. Aber ich glaube, wir haben aktuelle Punkte und die, die sowieso auf den Nägeln brennen, doch ganz gut untergebracht. Das hoffe ich jedenfalls. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Applaus